Hallo liebe Scooter-Fans, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Heute mal ein ganz spezieller Test. Ich möchte euch heute mal den Piaggio MP3 vorstellen, ein Dreiradroller. Vorab erstmal herzlichen Dank an Bischofs Motorradshop in Berlin, ein Piaggio, Vespa und Kawasaki Händler, sehr zu empfehlen, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich blende es euch unten nochmal in den Bemerkungen mit ein, die Adresse. Ja, vorab vielleicht erstmal zu den groben technischen Daten. Der Piaggio MP3 500 hat 493 Kubikzentimeter, 44,2 PS bei 7750 Umdrehungen, also relativ leistungsstark. Ja, vorne hat er zwei Räder, dementsprechend auch zwei Scheibenbremsen mit jeweils 258 mm Durchmesser, zweimal 13 Zoll und hinten ein 14 Zoll Rad, vorne mit 110er, hinten mit 140er Bereifung. Tankinhalt sind 12 Liter, Tank liegt hier im Mitteltunnel unten und er hat in etwa einen Verbrauch von 4 Litern. Ja, preislich liegt der MP3 von Piaggio zwischen 10.400 und 11.500 Euro und verbindliche Preisempfehlung, je nach Ausstattung. So, jetzt möchte ich vielleicht mal auf die Details eingehen, die der Roller bietet. Also vorne, wie man schon sieht, zwei Räder mit einem Parallelogramm, hydraulischen Federbein. Um das Ganze ein bisschen sicherer zu machen, hat der Roller ein Roll-Lock-System, was man hier oben einschalten kann am Lenker. Wenn ich es einschalte, bleibt, wenn ich an einer Ampel fahre, der Roller sozusagen in aufrechter Position, kann nicht mehr umkippen. Also ein gutes Feature für die Sicherheit. Ein sehr interessanter Punkt ist natürlich, dass dieser Scooter mit einem Pkw-Führerschein gefahren werden kann. Wir haben unten eine Fußbremse in diesem Bereich hier, oben zwei Handbremshebel und durch die Doppelbereifung vorne können wir diesen also ohne Motorradführerschein ganz normal mit Pkw-Führerschein fahren, was für viele Leute natürlich sehr interessant ist, die vom Auto umsteigen wollen auf ein Motorrad oder einen Scooter, aber nicht unbedingt gleich den Führerschein machen wollen. Ja, vielleicht mal zur Sitzposition. Ich bin 1,88 groß. Und von der Sitzposition her kann man sagen, sitze ich sehr angenehm. Aufrechte Position wie bei allen Scootern natürlich. Von der Breite merkt man schon, dass man wahrscheinlich, das werden wir nachher bei der Fahrt nochmal sehen, einen relativ guten Windschutz haben wird. Und ja, vielleicht ähnliches Problem wie bei anderen Scootern. Wir haben hier die Scheibe in einer Höhe, dass der Wind mir wahrscheinlich genau an den Helm geleitet wird, was für die Geräuschentwicklung etwas störend sein könnte, aber das werden wir nachher beim Fahrtest noch mal genau sehen. Ja, im vorderen Bereich Cockpit sehr umfangreich. Wir haben das Zündschloss hier unten in der Verkleidung, haben eine relativ umfangreiche Digitalanzeige in der Mitte. Wir haben links den Tachometer, rechts Drehzahlmesser, links noch Benzinanzeige und rechts die Temperaturanzeige. Relativ viele Kontrollleuchten im oberen Bereich. Der Roller verfügt ja über ABS und Anti-Schlupfregelung, also Traktionskontrolle, sodass wir alle Bereiche hier relativ gut im Überblick haben, alle Kontrollleuchten. Hier nun das Digitaldisplay. Im oberen Bereich wird Temperatur, Uhrzeit angezeigt, darunter momentan die Voltspannung, Gesamtkilometeranzahl. Wir können das dann über den Mode-Schalter am rechten Lenker umschalten. Einmal im mittleren Bereich haben wir jetzt den Verbrauch, die Reichweite und können dann über ein doppeltes Drücken in den unteren Bereich kommen, wo wir zwei Trip-Zähler haben, jetzt Trip A und alle oben angezeigten Anzeigungen wie Maximalgeschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit beziehen sich auf den Trip, sodass wir also bei Touren oder Reisen für spezielle Trips uns dann auch die Daten angucken können. Sehr praktisch, recht umfangreich. Wer das haben möchte, kommt hier auf jeden Fall auf seine Kosten. Da befindet sich dann die Handbremse, die nach oben gezogen dazu führt, dass der Roller an Hängen nicht wegrollen kann. Hier in der Mitte befinden sich noch weitere Schalter. Auf der einen Seite hier der ASR-Schalter, mit dem wir das ASR-System ausschalten können. Dann ist hier die Entriegelung für den
für die Sitzbank, für den Kofferraum unter der Sitzbank. Wir haben hier noch einen kleinen Piaggio und Vespa typischen Gepäckhaken. Ja, hier im unteren Bereich haben wir sehr große Trittbretter mit Metall beschlagen. Sieht sehr stabil aus, gut verarbeitet. Auf der rechten Seite dann die Fußbremse, die eine Kombibremse ist, steuert also die beiden vorderen und die hintere Bremse an. Sitzbank, man sieht es schon, die ist sehr, sehr groß. Also da hat man viel, viel Platz. Große Lendenwirbelstütze, sogar für den Beifahrer eine Lendenwirbelstütze. Das Gepäckfach, das gucken wir uns gleich mal an. Das Staufach und die Sitzbank lassen sich über diesen Schalter entriegeln. Dann sehr, sehr leicht öffnen. Wir haben vorne einen hydraulischen Stoßdämpfer, der die Sitzbank nach oben gleiten lässt und auch etwas besser für Stabilität sorgt. So, das ist jetzt das Gepäckfach. Ihr seht schon, das ist relativ groß. Wir können auf jeden Fall einen Integralhelm hier positionieren. An sich ist der für diesen Bereich gedacht. Hier passt ein Integralhelm rein. Meiner passt jetzt sogar hier vorne rein in diese Kuhle, sodass wir also hier hinten auf jeden Fall noch eine Tasche reinpacken können. Ich kann es mal testen. Wunderbar. Hier kriege ich also noch einen Rucksack rein, einen kleinen. Und vorne den Helm. Und das Ganze geht ohne Probleme zu. Also ein sehr guter Stauraum. Hier vorne haben wir dann noch für den Beifahrer die ausklappbaren Fußrasten. Ja, also ein relativ großes Fahrzeug. Bietet, glaube ich, relativ viel Fahrkomfort, was wir gleich mal testen werden. Sitzbank auf jeden Fall für Fahrer wie auch Beifahrer gut gepolstert. Große Sitzflächen, gerade für einen Beifahrer hinten. Da hat man bestimmt auch auf Touren sehr, sehr bequeme Sitzmöglichkeiten. So, hier nun die ersten Eindrücke von meinem Fahrtest. Ja, ich muss sagen, nach der ersten Eingewöhnungsphase, die natürlich ein bisschen ungewohnt ist mit den beiden Rädern vorne, muss man sagen, dass das Parallelogramm-Vorderrad-Aufhängungssystem durchaus seine Vorteile hat. Gerade in Kurven hat man eine sehr, sehr gute Bodenhaftung. Hier seht ihr ein bisschen die Funktion, wie es also eintaucht beim Kurvenlenken. Also man merkt jetzt keine große Einschränkung im Verhältnis zu einem Zweirad. Für Leute, die vielleicht vorher noch nicht Motorrad gefahren sind, eine gute Sache. Die fühlen sich vielleicht auf drei Rädern ein bisschen sicherer und wie gesagt, die Bodenhaftung in Kurven sehr, sehr gut. Hier jetzt mal eine kleine Strecke auf Kopfsteinpflaster. Auch dort werden alle Bodenwellen sehr gut abgefedert. Bodenhaftung ist ganz toll. Und der Fahrkomfort durchaus angenehm, trotzdem auch noch sportlich genug. Ja, eine Sache, die ich vorhin vergessen habe, ihr seht es hier vorne über dem Cockpit befindet sich das Handschuhfach. Dort auch eine USB-Ladebuchse. Platz reicht aus, um eine Sonnenbrille und Handschuhe dort zu verstauen. Ist allerdings nicht abschließbar, aber trotzdem ein schönes Gimmick. Ja, jetzt testen wir mal das Roll-Lock-System. Ich halte jetzt kurz an. Betätige beim Anhalten den Schalter an der rechten Seite, es leuchtet eine Lampe in der Mitte auf. Und ja, der Roller, wie ihr seht, kann jetzt nicht mehr umkippen, bleibt stabil. In dem Moment, wo ich losfahre, Gas gebe, deaktiviert sich das System. Oder ich kann es auch über den Schalter an der rechten Seite deaktivieren. Aber ein schönes Feature für Leute, die trockene Füße behalten wollen. Oder sich halt noch ein bisschen unsicher fühlen. Auch beim Rangieren vielleicht ganz angenehm, wenn man rückwärts schiebt. Und jetzt beim Losfahren sieht man gleich, dass das System sich dann automatisch deaktiviert und wieder die Achsenneigung freigibt. In Kurven vermitteln die beiden Vorderräder ein sehr hohes Maß an Sicherheit. Federung ist sehr komfortabel, schluckt alles weg, ist aber absolut nicht schwammig, sondern gibt alle Informationen sehr transparent an den Fahrer weiter. Die Bremsen greifen sehr gut, benötigen allerdings etwas mehr Kraftaufwand. Man hat allerdings noch die Fußbremse, die man nutzen kann. Somit also sehr, sehr gute Verzögerungswerte. Ein kleiner Nachtrag noch zum Gepäckfach. Ich habe vorhin noch mal einen Test gemacht. Es passen also in den Kofferraum unter der Sitzbank durchaus zwei Integralhelme, wenn man sie quer hinlegt. Man hat also doch ein sehr, sehr hohes Stauvolumen. Ich glaube, es sind insgesamt 48 Liter. Man bekommt also doch eine ganze Menge rein. So, jetzt mal eine kleine Strecke auf der Autobahn, um mal das Fahrverhalten bei etwas höheren Geschwindigkeiten zu testen.
Der Windschutz ist sehr, sehr gut. Allerdings wieder bei meiner Größe könnte er einen kleinen Tick höher sein, um den Wind auch vom Helm wegzuleiten. Man muss aber sagen, dass dadurch, dass der Windschild doch weiter vom Fahrer entfernt ist, die Windableitung sehr, sehr gut ist. Also gerade im Vergleich zu meiner Beverly, die ich fahre, wo die Scheibe sehr dicht am Körper ist und man den Fahrtwind doch direkt in den Helm reinbekommt, ist es bei dem MP3 doch sehr gut gelöst und auch an den Händen wird der Wind gut abgeleitet. Ein kleines Tickchen mehr, dann würde man gar nichts abkriegen, aber es passt schon. Windschutz an den Beinen ist sehr gut. Man hat sicherlich auch bei Regen und kälterem Wetter einen sehr, sehr guten Wetterschutz. Das Fahrverhalten nach wie vor perfekt durch die beiden Räder vorne. Sehr, sehr gute Straßenlage. Ja, hier nun ein kleines Fazit zur heutigen Testfahrt. Der Piaggio MP3 500 HPE ist ein super Fahrzeug, hat unheimlich Spaß gemacht. Das Doppelbereifungssystem vorne mit dem Parallelogramm ist ein sehr gutes System, vermittelt sehr hohe Sicherheit. Für viele bestimmt ein Fahrzeug, was sehr interessant ist aufgrund der Fahrbarkeit mit dem PKW-Führerschein. Der Stauraum ist super, sicherlich auch für längere Fahrten geeignet. Sehr hoher Sitzkomfort, guter Windschutz. Also mit dem Fahrzeug kann man sicherlich auch mal verreisen. In der Stadt muss es vielleicht nicht unbedingt der 500er sein. Es gibt ja den MP3 300 und auch einen 350er noch, die es vielleicht für die Stadt auch tun. Gleiches Prinzip, gleiche Vorderradaufhängung. Allerdings zu einem günstigeren Preis. Den MP3 300 gibt es ab 7000 Euro. Also von daher kann man sagen, ein sehr interessantes Prinzip. Wenn man so die ersten Schritte erstmal gemacht hat und sich an das Fahrverhalten gewöhnt hat, hat man ein sehr hohes Vertrauen in die Lenkung, hat eine sehr, sehr gute Straßenhaftung. Der 500er Motor macht natürlich sehr viel Spaß. 44 PS beschleunigen das Fahrzeug sehr gut, dabei noch sehr gute Bremsen. Also nichts, was man jetzt bemängeln könnte. Die Optik, wie bei allen Fahrzeugen, immer Geschmackssache. Ich würde aber jedem raten, der von PKW auf ein Zweirad oder in diesem Fall ein Dreirad umsteigen möchte und keinen Motorradführerschein hat, das Fahrzeug durchaus mal Probe zu fahren. Es lohnt sich, macht enormen Spaß. Wie ihr seht, das Wetter war fantastisch. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, ein paar Informationen gebracht, die ihr noch nicht kanntet. Ich wünsche euch weiterhin gute Fahrt, würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, vielleicht einen Kommentar hinterlasst und das Video liked. Also ciao und bis zum nächsten Video.